Okay. Das ist... Credits. Du ahnst nicht, wie sehr ich das wollte. Nichts wird uns jemals mehr trennen. Ich versprech's, Peter. Ich versprech's. Ich glaub... Lass mich los. Hör auf. Hör auf, mich zu umarmen. Peter. Peter, was machst du da? Ich verstehe das nicht. Jetzt, Peter. Solange er abgelenkt ist, können wir Niki erreichen. Sie braucht unsere Hilfe. Schnell! Was zum Fick? Dad! Hm? Komm schon, steh auf. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. Na, was? Niki, wa... Was zum... Dich heim. Was ist jetzt falsch? Was zur Hölle? Ich glaube, es ist ja wohl auch keine Minute. So einen habe ich seit Jahren nicht gesehen. Wo kriegt man hier draußen einen Piratenhut? Eine schöne Erinnerung nach der anderen. Endlich! Du musst mir helfen. Mom kommt gleich zum Essen. Da soll alles perfekt sein. Perfekt? Ihr Geburtstag. Der ist heute. Hast du ihn wieder vergessen? Dad? Ganz ehrlich? Irgendwie schon. Machst du Witze? Dad! Du hast versprochen, mir bei Moms Geburtstagsüberraschung zu helfen. Ich? Wirklich? Ja. Du wolltest den Holoprojektor einstellen, der Kuchen hat noch keine Kerzen und ich kann ihr Geschenk nicht finden. Okay. Was zum... Oh, wow. Der sieht großartig aus. Hast du ihn gemacht? Nein, ich habe ihn vom Bäckerplaneten bestellt. Oh, es gibt einen Bäcker? Nein, ich habe ihn gebacken. Okay, bleiben nur noch das Geschenk und der Projektor. Okay, willkommen bei dieser Realität. Bester Dad der Galaxie. Soll ich das sein? Ja, schön. Natürlich. Dad? Der Projektor? Ich habe sowas nie bekommen. Aber wenn es jemand verdient hat, dann Corell. Wir sind immer noch auf dem Schiff deiner Mom, oder? Natürlich. Du bist echt komisch. Komisch ist gar kein Ausdruck. Auf einmal habe ich Kopfschmerzen. Hey, wann wurde das gemacht? Dad, das ist von unserem Besuch auf der Erde. Aha. Auf der Erde? Ja, und auf Hala. Okay. Vergiss das Geschenk nicht. Ist das dein Hut? Der ist von dir. Schon vergessen? Oh, klar. Ich erinnere mich nicht. Deine Mom erlaubt dir Jetstiefel? Nachdem du sie überredet hast. Warum sollte ich sie überreden, dir Jetstiefel zu erlauben? Weil sie cool sind. Alter. Das Geschenk. Geht's hier raus? Was für ein Geschenk.
So, schenkt was dem Trank so. Hier ist ein Geschenk. Herzlichen Glückwunsch in Liebe, Niki und Peter. Warum erinnere ich mich nicht daran? Hast du es gefunden? Weiß nicht, wer alles. Okay, legst du den anderen. Sehr gut. Das Geschenk. Leg es auf den Tisch. Ein Geburtstagsgeschenk. Was hast du ihr besorgt? Wir haben es besorgt. Auf Nowhere. Weißt du noch? In der Künstlergasse, wo wir waren. Mit dem Gemälde, das hier so gefallen hat. Von Krilla? Oh, klar. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Projektor. Wir sind offensichtlich in ihrer Fantasie. Projektor. Kann man mir vielleicht nochmal sagen, wo ich das für mich bin zu. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich sie ausgezogen habe. Oder aufgehängt. Nur zu begrenzt. Hey, du hast ja Chewie noch. Ja, er ist jetzt Captain der Milano. Wirklich? Na dann, Glückwunsch. Projektor, Projektor. Ist der gut? Bild. Hoffentlich ist das keine abgefahrene Episode von Twilight Zone. Ihr Jungs seid nicht da drin, oder? Das verstehe ich nicht. Okay. Nick? Soll das so unscharf sein? Natürlich nicht. Er ist falsch eingestellt oder so. Übernimmst du das mal? Wow. Es ist toll geworden. Hätte nie gedacht, dass ich es hinkriege. Moment. Hast du das gemacht? Ja. Es ist Hala und sein Sternensystem. Mit allen Monden, glaube ich. Es ist wunderschön. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Wie sieht es aus? Großartig. Deine Mom wird es lieben. Danke, Dad. Ich hab dich lieb. Wow. Okay, ich... Niki, warum ist die Tür versperrt? Können wir jetzt zur Realität zu klären? Ich sorge dafür, dass alles perfekt ist. Du öffnest die Tür. Überraschung! Peter, was macht ihr zwei? Nein! Was? Fall nicht drauf rein, Peter. Das ist nicht real. Sie wird getäuscht. Ach was. Sie hätte niemals hier sein sollen. Was sie gesehen hat... Ich weiß nicht wie, aber wir drei sind jetzt verbunden. Und dieses Ding hält sie jetzt gefangen. Aber wir können sie noch retten. Es geht nicht anders, sie muss sich damit abfinden. Mit meinem Tod. Hilf ihr, mich gehen zu lassen. Befreie meine Tochter. Rette sie. Bitte! Thank you.
Und wie das? Kind! Schaff die Matriarchin raus! Sofort! Na, fantastisch. Mit dem Verschmähen des Versprechens habt ihr euch ihrer als unwürdig erwiesen. Und müsst zerstört werden. Nein. Na toll. Das ist falsch. Was habt ihr mit uns gemacht? Warte, Psychoseele. Ich kann's gleich. Kopf später. Konzentrier dich auf Breaker. Halte sie auf, Groot! Vorsicht! Wenn wir den Kerl erledigen, explodiert er wahrscheinlich! Ich werde das Feuerwerk genießen! Alles für dich, Rocket! Dieser verflachte Kugelschwamm muss Sterne sehen! Gemütskämpfer gebrauchen. Schlag dich zusammen! Wir sollten nicht hier sein! Er schließt Nicky ein! Festnagel, Groot! Ja. Wo bin ich drin gefangen? Wenn wir den Kopf ihres Kopf mitnehmen, ergibt sich daraus vielleicht. Er ist nicht das Licht! Leg los, Rocket! Okay. Diese Attacken zu kapieren ist auch ein bisschen merkwürdig. Ab hinterher. Das ist eine Plakette. Hey, Opa! Denkst du, wir haben Angst vor deinen Gorillas? Keiner von ihnen verlässt die Kammer. Ach komm, das kriegen wir auch noch hin. Oh, leck mich doch! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Bereit! Okay. Jungs, der geheilte Dreck! Das ist nicht fair! Ich bin gut! Ich bin gut! Na toll. Muss dann noch einmal von vorn. Den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Durch, heilige Mutter! Wir müssen die Schweber loswerden! Wir müssen noch die große Lady konzentrieren. Was für eine Kirche hat Rauchspeise? Da wüsste ich einiges. Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Ihn weg! Na komm, gut. Ich brauche mal ein bisschen. Das muss ich besser abtappen. Heilung gibt's auch nicht für mich. Dass dieser Mistkerl sie nochmal holen. Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Das ist schon, du fragst nie. Rocket, entsichern und los. Sag ihnen, sie sollen sich nicht so viel bewegen. Beschäftige sie. Sie sind unterlegen. Vielleicht sollten wir an ihnen hängen. Kommst du auf die
Idee, dass Sie sprechen können. Was ist das Gegenteil von Heilen? Sterben Sie zurück! Dabei willst du nicht im Weg stehen. Tödlich der Flow ist anders. Dabei. Fresh! Geht was für eine Kirche hat Reisenbeißer? Das ist alles so unmöglich. Hätte sich. Ach, scheiße. Das ist gleich vorbei. Was? Wie bin ich gestorben? Alter. Zu kurz zum Finale hier. Nein, ich lasse nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holen. Okay, erst auf die Kleinen. Der Chor ist stinksauer. Schneid sie in Streifen! Finde sie an! Spaß machen. Sie haben die gleiche Fett wie Raker! Sie sind angefüllt mit sich! Der Zauberer beschützt die anderen! Umso mehr Grund, ihn zuerst zu finden! Der Quarantäne pumpt seine Kuppel auf! Dann steck ihn in einen Leichensack! Problem, Lösung! Ja, der Flugkrieg hat den da gerade extra Umf gegeben! Müssen die Kleinen loswerden. Dieser Typen gewinnt den Preis für das beste Gruselkost. Da drin ist es bestimmt heiß. Wir sollten ihm beim Durchlüften helfen. Der Schwefende stellt seine Gefährten wieder her. Was ist das Gegenteil von heil? Das sollten wir mit ihm machen. Kappen wir die Verwendung des Fliegers zu seinen Freunden. Vielleicht solltest du dieser Elektro-Zauberei aus dem Weg gehen. Wie? Was? Wo, wann? Wie kann ich das... Was soll ich tun? Spiel. Was zum Fick? Das geht auch so was vor. Nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holt. Nochmal? Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Versuche auf ihn zu konzentrieren. Rocket! Volles Programm! Sie haben die gleiche Tat wie Raker. Jede Tat hat eine Schwäche. Man muss sie nur finden. Wir müssen definitiv irgendwie den Großen ausschalten. Dann solltest du wahrscheinlich ausweichen. Lass ihre Lichter ausgehen! Vorsicht! Er heilt seine Freunde! Und er wird dafür leiden! Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Eliminieren wir den Medizinverteiler! Ich bin gut! Ja! Wir müssen einen Plan haben, dazu muss man erstmal hinkommen. Mach mir den Baum! Und genug ausweichen können. Für das beste Gruselkostüm. Da drin ist es bestimmt heiß. Wir sollten ihnen beim Durchlüften helfen. Der Priester kanalisiert Energie in den da. Jemand muss diese Fliege totschlagen. Ich finde nicht raus, wie ich ihn verletzen kann. So laufen Zeit. Rocket, Sprengung. Ich komme hier nicht raus. Kommst du auf die Idee, dass sie sprechen können? Alter Schwede. Der Beschuss. Ich bin Groot! Groot hat recht! Der da wird jetzt richtig hart zuschlagen! Das ist deine Chance, Gamora! Ich verliere die Übersicht. Was für eine Kirche hat Rauchspeiser? Das ist alles so unmöglich! Der Flieger heilt die anderen! Worauf wartest du? Schieß ihm ins Gesicht! Du bist doch selber. Feuerwerk! Diese Typen gewinnen den Preis für das beste Gruselkostüm. Da drin ist es bestimmt heiß. Wir sollten ihnen beim Durchlüften helfen. Räum sie weg, Flax! Du bemühst dich vergeblich. Keiner wird kommen. Ein Zauber! Nimm ihn ins Visier! Das Kampf muss doch mal wieder kommen. Der Kopf seine Kuppel auf! Wir sollten die Verbindung irgendwie. Holt den Flieger runter! Er heilt den Rest! Das ist nicht fair! Jetzt! Sie haben die gleiche Tank wie Raker! Sie sind angefüllt mit Licht! Drauf da! Mann, machen wir wenigstens eine Delle bei dem? Mach dein Ding, Greg! Wirklich!
sie es nur so zu schweben? Sie sind wahre Blonden! Sterb bitte ruhig und unauffällig! Raycas Gemeinde hat gerade ein Mitglied verloren! Diese Fanatiker verstehen nur Gewalt! Pyjama. Kommen wir raus! Raycas Drohne hat mir einen Blick auf den Plan des Schiffs gewährt. Ich bringe uns in die Funkzentrale und dann rufen wir die Milano, damit sie uns aus diesem Mistflag rausholt. Okay, aber siehst du einen Weg nach oben? Oh no. Ich sehe einen Weg nach oben. Wie rücksichtsvoll! Gamora, warte! Vielleicht führt diese Treppe ins Licht! Das nicht, aber sie wird uns zum Ausgang führen! Bombenlosglocke! Lasst uns die Treppe raufgehen, bevor sie sich umwerfen! Bring sie nicht auf dumme Idee! Auf die Spitze getrieben! Verflagge Zwerglutscher! Einfach durch hier. Mist, Mist, Mist! Wenn sie sich weg kann. Ich beeile mich ja! Von Renn war nicht die Rede, als ich dazu gestoßen bin! Flak! Springt einfach! Nicht gut, gar nicht gut. Wir brauchen einen Ausgang. Es gibt keinen. Dann mach einen. Hier. Quill, benutzt deinen Kopf. Ich denke, Quill. Benutzt das Ding an deinem Kopf. Drax, schlag so fest wie möglich hier gegen die Wand. Warum? Weil wir sonst sterben. Okay. Ihr könnt euch den Abfluss da entkommen. Bist du verrückt? Das ist hochgiftiges Warp-Kühlmittel. Da können wir nicht reinspringen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich war vielleicht nicht deutlich genug. Das Becken bedeutet den sofortigen Tod. Und nun? Was zum... Drax, Mann! Alles okay? Ja. Okay, es ist vielleicht doch kein Warp-Kühlmittel. Na dann. Das kitzelt! Quill, wir müssen darüber reden, dass dein Kind uns umbringen wollte. Raker hat was mit ihr gemacht. Das ist sein... Wir haben den alten Bergbausektor erreicht. Nein, der große einige hat Liktor-Drohnen in die unteren Gänge geschickt. Die Kämpfer werden desintegriert worden. Mistlöcher! Ja, vielleicht. Aber wenn wir uns verirrt haben, können sie uns wenigstens nicht finden. Wir sind geliefert. Wir haben uns verirrt und wir sind geliefert. Ich muss mich nur orientieren. Ich war noch nie auf so einem großen Schiff. Vertraue deinen Instinkten. Kleines? Naja, immer noch besser als Abscheulichkeit. Du bist ein Mist. Was machen sie da? Sie stehen uns im Weg. So viele Türen. Wir knallen wir sie ab. Du kennst den Weg heraus, oder? Jetzt schon. Seht mal, da ist Ramsch. Du hast ihn Ramsch genannt? Ja, pass nur auf, er wird uns zu der Funkzentrale führen. Ist da, das ist unser Ausgang. Okay, alles klar. So, weiter weg bis dorthin. Seht mal, diese Idioten sehen uns noch nicht. Wir haben keine Zeit, um diese Typen zu bekämpfen. Je schneller wir rauskommen, desto schneller können wir Niki retten. Du meinst, desto schneller finden wir die Milano? Wir gehen nicht ohne sie. Von? Danke, Ramsch. Du kannst aus dem Ding? Natürlich. Er ist jetzt einer von uns. Das geht doch schnell. Bring uns hier raus, Quill. Wir hören uns. Dieser Ort hat viele Geheimnisse.
Die sind wieder auf, oder was? Jetzt ist man frei von jedem Wahnsinn! Kämpft euch durch, Leute! Da ist unser Weg! Siehst du? Wirf zu ihm, Frank! Wenn du mir vertraust! Ich stehe wieder auf wie Zombies. Weg, weg, weg! Flock, kommt her! Ich will sein eigenes Plätzchen auf der Milano brauchen. Jemand muss seine Kabine für ihn räumen. Nein! Das ist schlecht. Er sollte doch der sechste Wächter werden! Okay. Weiter geht's. Mist! Eine Sackgasse! Und jetzt? Da oben! Der Steg ist unser Weg hier raus. Falls wir hier rüberkommen. Flag, wir haben ein größeres Problem. Die Drohne ist zurück. Quill, such uns einen Weg zu dem Steg, bevor wir extra knusprig sind. Peter, sag mir, dass du eine Idee hast. Die Säule da ist kopflastig. Drax, wirf die da um über die Lücke. Jawohl. Und so schnell. Nein, nein, nein. Falsche Richtung, Drax. Was soll der Mist, Mann? Du Fettschädel, Bedun, das war unser... Spielt keine Rolle, wir haben einen Ausgang, gehen wir! Quill, das Ding will unbedingt ein Stück von dir abhaben. Tja, Pech, es ist mein Stück. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das sieht nicht gut aus, Peter. Wow. Ist das so eine Art Folterkammer? Sie sehen friedlich aus. Der Tod kann sehr friedlich sein. Hey, alles in Ordnung? Ich fühle mich wie auf Halbwelt. Einige meiner Mitexperimente wurden auch so einem Mist ausgesetzt. Die Kree-Wissenschaftler sagten, wir wären auserwählt. Und die haben's geglaubt. Auch dann noch, als sie starben. Aber du nicht. Ich war einer von den Cleveren. Ich und... Müssen wir denn zu gucken? Leila. Ich kann mir das nicht ansehen. Hauen wir von hier ab. Nicht. Ich hab genug von diesem Albtraum. Hoffentlich ist eine Funkzentrale in der Nähe. Ramsch hat uns hierher geschickt. Er hat uns in eine Sackgasse geschickt. Für ihn war es keine Sackgasse. Naja. Hoffen wir mal, dass Drax Abkürzung in dieselbe Richtung führt. Ja, eine Abkürzung. Das ist kein Ausweg. Niki läuft die Zeit davon. Uns auch. Es gibt bloß keinen Weg hier raus. Mal einen Vorschlag. Ach, hier hoch vielleicht. Batterie hier eine Kugel in einen dieser Schlager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab genügend. Groot, hier ist das geliebt. Bis auf die Knappen. Ich hab für diese Monster nur Granaten übrig. Wir werden nicht in irgendeinem Aquarium enden. Und hier. Zurück in die Schatten, um meine Unholde. Ja, hol dir diese Schatten. Wir müssen mal lang. Das ist Ihr eigentliches Ziel. Erzwungene Indoktrination der gesamten Galaxie. Und ganz zum Schluss eine Riesenparty. Eingehacktes Gemauer. So, ich will eine weitere Runde mit dem großen Einiger. Sei nicht so auf diesen Verlierer fixiert. Wir müssen von diesem Flatling runter. Schleudern! Man muss hier raus. Okay, so.
So weit müssen wir vielleicht. Ich glaube, die können wir besiegen. Sehr schön. Die Mauer retten. Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Diesmal trete ich noch nicht ab, kleiner Kumpel. Zweite Kumpel, ich bin gleich. Ich jetzt auch gleich. Fantastisch. Okay, fliehen ist ja offensichtlich nicht die Lösung. Bring hell down.